Die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen kann kommen. Beim EU-Gipfel geben die 27 verbleibenden Länder grünes Licht für die Gespräche. Es habe bislang ausreichende Fortschritte dafür gegeben. Heißt es, der EU-Gipfel hat den Start der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien beschlossen. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Länder verständigt, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte vor der Entscheidung, er erwarte schwierige Verhandlungen mit Großbritannien, die zweite Phase wird erheblich härter als die erste sein. Und die erste war schon sehr schwierig, sagte Juncker vor Beginn des zweiten Tages des EU-Gipfels. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Die Entscheidung war bereits mehrfach angekündigt worden, nachdem die britische Premierministerin Theresa May eine Vereinbarung mit der EU-Kommission über Grundelemente des Austrittsabkommens geschlossen hatte. Auch die Bundesregierung hatte angekündigt, wir können den Briten gut vertrauen, sagte kernähnlich. Hatten sich bereits am Donnerstag etliche EU-Regierungschefs geäußert, Quelle ntvde.